Guten Morgen, Freunde. Banane! Wir sind hier gerade auf dem Weg in Richtung, wie heißt es, Herzogenaurach. Wir fahren nämlich heute mit dem VfB Stuttgart E-Sports ins Puma-Zentrum und dürfen dort, ja, beides würde ich sagen, Shopping-Run, oder? Wir können einen Shopping-Run dort machen. Ne? So, das wird ein saftiger Shopping-Run. Deswegen, Freunde, nehmen wir euch da mal ein bisschen mit hin, weil ihr seht, Timo ist richtig motiviert heute Morgen schon. Weil, was ist das Problem, Digga? Wir stehen schon gefühlt alle 100 Meter im Stau, ey. Das ist wirklich ekelhaft, Jungs. Und soll in Zollernet abgehoben klingen, aber wir sind dafür, dass in Deutschland die linke Spur nur für Autos ab 400 PS genutzt werden darf. Wählt Timo, wir haben ja gestern schon mal gesagt, TSH-Partei, dann werden so Sachen durchgesetzt. Ja, dann wir lassen den Tunnel runter hier nicht machen. Die war auch noch da. Also da müssen wir, beraten wir uns nochmal im Parlament dann, ja. Deutschland wird das dichteste und modernste Autobahnnetz Europas, wahrscheinlich der Welt haben. Wir sollen um 10 Uhr da sein. Auf dem Navi steht 9.47 Uhr. Ich habe mir zum Glück schon was zu essen geholt und auch schon einen guten Kaffee gegönnt bei der Aral. Aber du irgendwie halt leider nicht, ne? Wird eng für dich, Bruder. Wird eng. Ich würde sagen, Jungs, wir sehen uns dann. Vielleicht, wenn unterwegs irgendwas passiert oder wenn wir dann angekommen sind. Oder wenn der nächste Stau da ist. Boah! So, Timo, sein Tunneltest. Tunnel ist schon lecker, Freunde. Tunnel ist schon lecker hier. Außer aber noch kein 5-Zylinder, ne? RS4. Ja, da hätten wir mit meinem 5-Zylinder fahren müssen, ne? Der hätte eine richtig gute Furz abgelegt. Ist okay? Ist okay? Läuft gut, Freunde. Schreibt unten rein. Guter Sound, schlechter Sound. Gut. Oh, die Sonne scheint. Schreibt es mal in die Kommentare. Welche Autos soll man als nächstes holen? Bei Audi, Freunde. Schreibt mal rein. So, kurzer Halt. Timo ist gerade am Einparken. Ihr wisst, da gibt es immer ein paar Probleme, wenn Timo einparkt. Der findet's nicht, den Parkplatz. Naja, ich muss noch mehr ausholen, Chef. Fahrt mir zu lang seinen Führerschein, ne? Das ist scheiße! Meine. Gib mir eine größere! Na gut. Ja, Timo hat jetzt mal noch was zu essen, ich bin eigentlich satt. Ja, wer hätte es gedacht, nix. Aber wir haben auch Ankunft. Ein romantisches Frühstück hast du blatt gemacht. Tja, 9.40 Uhr Ankunft, also wir sind noch in der Zeit, du hast genau 20 Minuten zum Essen, Digga. Packst du das? Ich brauch 3. Abfahrt. Freunde, Achtung, Timo, was wolltest du? Das gute Ding. Achtung. Alles zeigst. Ja, hier. Bild. Was ist Realität? Ja, was ist das Besonderes? Alter, ich hab gedacht, das ist so ein leckere, erfrischende Minze, Zitrone, eiskalter Tee. Das sah ja auch aus. Das sah ja aus, ne? Ja. Guck, ich hab 2 Minzblätter drin, 2 Zitronenscheiben, die aneinander kleben. Und einfach heißes Wasser. Plus das hier, 13,10 Euro. Wow, läuft. Ehre. So, Timo geht noch ein bisschen auf Shopping-Tour, Freunde. Was gönnst du dir? Was steht denn so ein Doktor? Das könnte auch so der Doktor sein. Soll man es mal mitnehmen, oder was? Oder ein Hut. Für dich wäre es auch sowas, ein bisschen, oder? Ja, steht. Er steht hier, Digga. Dann, okay, wir können gehen, Digga, es langt. Freunde, Timo vs. Simon am Greifautomat. Komm, Digga, investier 2 Euro rein. Sehen wir doch mal, ums Packlack, wer der bessere Packlacker ist. Wen peilst du denn an? Ich weiß nicht, was fahr ich denn an, Alter, überhaupt. Gute Sound hast du schon mal. Hund. Gönn dir, gönn dir. Gönn ihn dir. Boah, da wird gearbeitet. Er fährt gleich automatisch. Boah, sind die schlecht eingestellt. So, ich zeig dir jetzt mal, wie man das macht. Mach was Verrücktes. Mach was Verrücktes. Das ist verrückt. Warte, ich guck von der Seite. Noch ein Tick. Wind. Sieht gut aus. Wie lange hast du noch? Mach was Verrücktes. Ich hab den! Alter, was ein Betrug. Ist ja mehr Betrug. Komm, EA. Ja, Mann. Scheiße. EA ist der Automat von euch, oder was? Warte mal, das steht ganz groß gewonnen bei EA. Was ein Scheiß. Was ist das für ein Betrug? Was sagst du dazu jetzt einfach so? Dein Resümee, dein persönliches. Es gibt offiziell gibt's Probleme. Navi sagt 10.17 Uhr. 10 Uhr geht die Führung los. Geiles Leben, Digga. Geiles Leben! Christian?
Es ist Simon schon. So, wir sind angekommen bei Puma. Jetzt suchen wir erstmal den guten Nick Luigi. Ne? Nick Luigi! Jetzt suchen wir den. Die anderen vom VfB-Team stehen noch im Stau. Und ja, würde ich sagen, Freunde, gehen wir mal rein, checken mal die Lage ab und dann sehen wir uns wieder. Ihr müsst ja dranbleiben, weil ihr wisst ja, ne, weil was dürfen wir bei Puma machen? Das wird ein saftiges Show irgendwann. Was machen wir hier? Hä? Wir haben hier einen Gast getroffen, Niklas. Und hallo. Alles klar bei dir? Alles klar. Offizieller Puma-Mitarbeiter. Ja, genau, offizieller Puma-Mitarbeiter, nur irgendwie fehlen noch ein paar andere. Ab den supermodernen Schuh. Ja. Ja, Erhan und Marcel, die fehlen noch, die haben ein bisschen reingechoked, aber wir gucken uns hier schon mal bei Puma um und gucken uns hier das aktuelle Fußballmodell an. Wäre das was für dich, Timo, oder? Oh, guck mal, ey, das ist Weltmeister 1958. 58, haben wir das Datum heute? Nee, ne? Knapp. Ja. Ja, Freunde, wir gucken uns hier ein bisschen rum. Die Aussicht ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ja, später gibt es dann noch was ganz Besonderes. Da werden wir euch dann mitnehmen. Wir sind auf der Puma Bridge. Geil. So, Freunde, hier Pelé. Ihr kennt ihn ja, ne? Absolute Maschine. Achtung, oh, 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 oh. Er hat den Ball geklaut. Ehrenbruder Pelé. Ich hab weggekauft. Halt dein Maul. Lotta Maschine. Woran erkennt man, dass es ein Lotta-Schuh ist? Woran erkennt man's? Dass er abgewetzt ist. Ja, dass er einfach von richtig Grätsche, ja, abgewetzt ist. Und nee, guck mal, wie er da reingerutscht ist. Ach, guck mal da. Ei, ja. Och Gott, ist der Bock geworden. Leck mich. Digga, wie kann man... Servus, und alles gut, hä? Und, Maschine, was geht ab? Was geht? Das ist hier das Herzlich. Arti Schwitzmann, Digga. Wo ist dein Herausforderer? Ja, wir sind immer noch bei Puma. Und es riecht jetzt hier noch ein kurzes Duell, Spitzmann-Duell, ne? Und was macht ihr? Das Wichtige habe ich mit Bossio gelernt, erst ohne Tore aufwärmen. Was, hallo, was ist eure Disziplin? Was macht ihr? Bankdrücken, erst ohne Tore aufwärmen. Und was macht ihr? Maximal oder was? Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was ich packe. Ja, okay, komm, lad mal auf den Apparat. Hier, ihr seht, hier gibt es so leichte Duelle jetzt hier um die Ehre, gerade aktuell. Ich bin raus, Jungs. So, ja, weiter. So eine, okay, geplant. Also ich setze, glaube ich, mal Geld auf den Christian. Oh, ist aber auch sauber. Ich glaube, ich setze mal Geld auf den Christian, glaube ich. Ich glaube, ich setze mit drauf. Auch mal. Oder? Marcel, die sind noch. Prüf noch die Gewichte, dass er alles passt. Wir brauchen gleich hinten ans Ball. Okay. Oh. Ganz entspannt. Ja, ich setze, glaube ich, auf Christian, aber souverän auf Christian. Ja. Ich setze Simon. Okay. Gehst du mit Simon? Ich gehe mit Simon. Was kriegt denn eigentlich wieder? Außer dir. Rum und Bär. Jawohl, Julian. Ich stelle schon meine Hände drauf, oder? Für ein bisschen Push. Dann okay, er ist durch. Das macht er entspannt, ne? Das hatte Christian in seinem Müsli schwimmen, was du drückst. Ja. Okay. Der hat euch alle nur verarscht, ne? Deswegen wollte er noch den Wetteinsatz wissen. Christian! Ja. Ja. Ich hab gesagt, das ist mein Favorit. Oh mein Gott. Komm, Simon! No. Normal kenne ich die Geräusche nur, wenn er auf dem Klo hockt beim Streamen. Welche? Hör ich an. Oh! Das war's, mein Freund. Ja, das ist ein bisschen was. No! Okay, würde ich sagen, faires Unrecht. Ja, da, ich hab's nicht geschafft. So, Jungs, ne, wir hatten jetzt eine kleine Führung hier bei Puma. Und, Jetzt kommen wir eigentlich zum spaßigen Teil. Zum spaßigen Teil, ne? Weil
wir dürfen einen sogenannten, das heißt Shopping Run, ist es nicht, wir dürfen da reingehen und dürfen uns mal ein bisschen für eine Summe X ein paar Sachen einkaufen. Und ich würde sagen, dann nehmen wir euch so ein bisschen mit, was wir uns aussuchen, ja. Gibt ja dann doch schon ein paar geile Sachen, wo wir uns dann mal schön einladen können. Ja, es gibt hier irgendwie, ne, der Konzeptstore, ja, das sind die aktuellen, und dann gibt es so wie so ein Outlet, wo so ein paar ältere Sachen noch drin sind, aber wo man einen Schnapper machen kann, ja. Wo man sich was unter den Nachel ziehen kann. Und ich würde sagen, Freunde, nehmen wir euch mal ein bisschen mit und ja, dann machen wir das, ne. Habe ich mich schon mal eingeladen, ne? Pulli ist da. Schuhe technisch, wie sieht's aus? Sieht geil aus eigentlich, Digga. Ne? Ich finde der grüne sieht eigentlich fett aus, oder? Ich finde auch, mir gefällt auch der, ja, hier. Ich finde den auch ganz cool hier. Der grüne geil. Was kostet der Lachs? Was kostet der Hase? Steht da was drauf? Kostet gar nichts. Pack mal ein. Ah, hier 110 kostet, aber ich finde den geil. Hat was, ne? Hat was. Die holen mich echt ab, muss ich ehrlich sagen. Mich holen die ja ab, die Kamerade. Okay, wir gucken weiter. So. So, Jungs, wir haben hier aufgeladen. Ich habe einfach beim Timo de Kobi gemacht, ne? Irgendwie sieht man. Ja, aber der Standard, der ist gut. Ja, hier Standard, schwarze Trainingsanzug, das du auch, ne? Ja, was ist denn mein Stapel? Das ist dein angenehmer, dann sieht ziemlich klein aus. Ja. Dann habe ich mal mit, das weiß ich so nicht. Freunde, was meint ihr? Windbreaker? Irgendwie hat er was, ne? Er hat was, aber muss halt dran denken, wir haben von Stuttgart schon sowas, ja, ne? Ja. Aber es sieht auf jeden Fall geil aus. Die Weste hier zum Trainingsanzug dazu. Richtig, Standard. Hast du auch, ne? Dann habe ich mir einmal diesen guten Hoodie hier mitgenommen. Der ist stabil, den nehme ich ja vielleicht auch noch mit. Und dann haben wir hier einmal Green. Du hast den Kollege hier am Start, ne? Boah. Genau. Ja. So, das erste Update, jetzt geht's weiter. So, Freunde, voll bepackt, ne? Wir sind jetzt hier noch ein bisschen rumgucken. Bin auch voll, kann nur noch mit einer Hand. Was gönnen wir uns noch, Digga? Ich muss noch Hose tauschen. Kurze. Größe lange, lange Nehmer, ne? Ja, lange Nehmer, kurze brauchen wir noch für die Weekend League zum gut durchschwitzen. Wir haben gehört, die von Puma, die werden sehr saugfähig. Ja, genau, die sind fürs Urschwasser. Ja, fürs Urschwasser. Das Urschwasser kommt abzusaugen. Das brauchen wir noch. So. Kurzer Akkutausch. Zwei Tüten haben wir schon mal. Und jetzt gehen wir noch die anderen Tüten abholen, Freunde. Mensch, der Dr. Hano und Malu, oder meinst du? Die zwei Tüten, weil das sind auch zwei richtige Tüten. Die sind ja wieder in dem Einkaufszentrum rumgelaufen, als wären sie Falschgeld, oder? Weil ich finde, bei denen jetzt, wo merkst du so richtig, Weekend League, da sind sie drin, aber sobald es in die Realität geht, Dr. und Malu, da wird es echt schwer bei euch zwei. Ja? Das soll jetzt kein Angriff sein, sondern eher darauf aufmerksam machen. Das wollte ich jetzt einfach mal sagen. Könnt ihr euch auch ein Beispiel am Niklas nehmen, so? Der ist präsent dort. Der ist präsent in dem Laden. Ist okay, dass du im Video bist? Ja, klar. Ja. Dein Name ist? Tobi. Stark. Alles fit? Ja, klar. Extra hier rübergekommen jetzt? Ja, 5 Minuten Laufweg. Nee, er kam eigentlich, wir wollten die Tasche ans Auto tragen. Die Hälfte abkriegt, dann ist okay. er ist ein Geschäftsmann. Seit wann verfolgst du uns? 2 Jahre. 2 Jahre schon, krass. Ich mache jetzt richtige Ehrenmann-Aktion. Yeah. Ich habe noch 30 Euro Gutschein. Du darfst ja hier drinnen was ausrufen für 30 Euro. Ja, alles, was du hier findest, für 30 Euro. Ja, ja. Wenn es ein bisschen teurer ist, legt Simon drauf, ist kein Problem. Ja, okay. Ja, mach ich. Also, gehen wir los. Wir machen es sogar so: Er ist jetzt Ehrensupporter, er war hier. Ja. Such dir ein Stück aus, was du willst, ganz egal was. Egal was. Egal was. Egal was du willst, du hast ein Stück frei. Der sieht nice aus, oder was auch immer geht. Also, Simon arbeitet jetzt bei Puma. Trainingsjacke, Standard, geht immer geil, ne? Geht immer fit. Es gibt auch Schuhe hier drüben, ne? Wenn du Schuhe willst. Ja, ihr ein Tizi auf Natten hier. Tizi auf Natten. Der gefällt dir, der wird? Wirklich? Willst du nicht nochmal rumgucken? Pass? Du hast diese Empfehlung auf Natten. Alles klar, dann Abfahrt, dann. Mach die Kamera aus und nimm mal kurz wieder ab. Ja, also du kannst jetzt wieder gehen, häng die Pulli gerade hängen. Hast du alles, Niki? Ich hab alles. Ja, gut. Perfekt. 200.000 bei Insta, wenn er folgt, ist kein Ehremann. 200.000 ist das Ziel bei ihm, ne? Ja. 200.000. Voll, Lalle. Ja. Hashtag Team mit Ludi und dann seid ihr auf jeden Fall am Start. Auf Ehrenbasis. Ja, 200.000 auf Ehrenbasis. Aber Achtung, ich würd so machen, den hier. Das ist richtig coole, Digga. So. Das ist der Weekend League, Niki. Ja, das ist der Weekend League. Drauf. Ah, ne, dann geht das aber nicht. Ah, okay. Da können wir noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen Gas geben. Da kann man doch, glaube ich, hier reinmachen, gell?
Jetzt geht's noch ein kleiner Pimp-Up-Style. Achtung, Alter, so ist es. Killer, Bruder. Das ist Präsenz, Niki. Präsenz aus. Das ist Präsenz. Die Weekend League Präsenz. Wo einfach. So. Und jetzt alle, die schreiben Simon Ehrenmann falsch. Das ist die Geschäftskarte. Tiese Schubisch GBR-Karte. Das ist die Tiese Schubisch. GBR-Karte. Ich habe gehört, die Karte wäre so. Mit der kann man einfach immer bezahlen. Mit der wird nie was abgezogen. Das ist einfach. Ich würde es vielleicht jetzt nicht der Verkäuferin erzählen, sondern ich nehme sie die Karte vielleicht auch nicht mal an, aber... Das habe ich handbemalt, die Karte. Da ist jetzt, Jungs. Hier wird noch gefachsimpelt, hier überall. Doktor am Start, unser neuer Praktikant. Die Jungs haben auch keinen blauen Haken. Das kann ja nicht sein, dass die mit so einer enormen Präsenz keinen blauen Haken haben. Was sagst du dazu? Timo, das geht überhaupt nicht. Das geht überhaupt nicht. Und mich stört es auch. Die stört's auch, ne? Ja, mich stört's auch. Weil den Frauen hast du Bonus, wenn du einen blauen Haken hast. Das ist eine Sauerei, es geht nicht. Ja, weil mit blauer Haken kommen die Frauen von allein, deshalb, nicht? Deshalb ist er in der Wiesn immer besser. Ja, mit dem blauen Haken. Ist so. Ja, immer. Also hat sich dein Besuch auf jeden Fall gelohnt hier, ne? Es hat sich gelohnt, zu diesem Schwierig zu kommen, ne? Also, aber du hattest die Auswahl, ne? Ja, klar. Hattest alles? Aber Fino und Simon muss man nehmen. Ja, muss man, ne? Weil danke euch. Kein Problem, wir haben ne? zu danken auf jeden Fall für deinen Support. Kurz Eiwillige, ja. Dass du ins Video willst und dass wir dir den Pulli auch nicht abgenommen haben. Ja. Grüße noch, bestimmt. Ja. Und Pulli ist noch da. Und darf ich mit nach Hause nehmen? Wir machen das so, bei wie viel er dein Outfit, wir haben es vorhin mit deinen Eltern abgeklärt. Und du darfst dir dein Outfit präsentieren aus dem Video. So kurz ist es. Alles klar, das ist geklärt. Sein Pulli hat er noch. Pulli habe ich noch, darf ich mit nach Hause nehmen. Vladi, die Fickfetze grüße ich. Mach's gut, ciao, ciao. Mittagessen oder wie vor? Hammer, 14.41 Uhr. Was ist da los? E-Sports-taugliches Essen. E-Sports-tauglich. Sportler-Essen. Ernährungsberater Malut hat gesagt, gönnt euch heute einen guten Salat hier. Getränk ist aber warm. Ist eklig warm, ne? Von Salat schrumpft der Bizeps, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Deswegen hast du so einen kleinen, oder was? Lass dich jetzt hier sitzen, ne, oder? Das lass ich jetzt nicht auf dir sitzen, was er gerade gesagt hat. Das ist, entspricht ja der Wahrheit, oder? Kann man ja nicht viel zu sagen. Beleidige ihn, mach irgendwas. Ich ernähre mich gesund, deshalb habe ich so einen kleinen Bizeps. Genau, ja, reicht ja auch. Und damit kommt er ja auch klar, er ist schnell und flink. Ehrenmann, ich sehe halt einfach so rum gar nichts. Ist auch nicht egal. So, sind wir überhaupt alle drauf? Ich sehe nämlich auch so gar nichts. Sind wir drauf? Ja, sind wir drauf. So, vielen Dank an Puma nochmal, muss man hier an der Stelle sagen, und an den VfB Stuttgart, die uns das hier heute ermöglicht haben, weil war echt ein geiler Tag, der hier mit der Präsenz, und mit dem Arti Schwitzmann. Ja, Freunde, war ein richtig, richtig geiler Tag. Wir machen, treten jetzt die Heimreise an, die anderen sind schon losgefahren. Wir waren noch, ein bisschen uns hier umgucken, ne? Ein bisschen was essen und so. Fahren jetzt aber auch heim und würde ich sagen, nochmal Abschlusswort von jedem hier. Timo, beginn du. Ja, war überragend. Auch von mir nochmal vielen Dank an Puma. Hat Bock gemacht. Kofferraum ist voll. Und jetzt können wir auf jeden Fall heimtuckern wieder. Dankeschön auch von mir an Puma. Wir haben jetzt eine überragende Ausstattung und ich freue mich dann, die Sachen in Zukunft tragen zu dürfen. Auch von mir danke an Puma und auch an VfB, die es natürlich ermöglicht haben. Und es ist immer cool, solche Events zu haben, weil alle Spieler treffen zusammen mit den Content-Creatern, auch die Leute. Kofferraum ist voll, bei euch ist der Kofferraum voll, was uns genau. Und wir haben uns auch wieder getroffen, muss man sagen. Auch sehr geil, Freunde. Deswegen checkt auf jeden Fall die Jungs hier aus. Die haben auch Instagram, Twitter, YouTube. Die haben komplette Palette, Freunde. Newporn. Genau, ja. Und, ja, ihr wisst ja, wir haben aktuell noch so unsere Übergangskarren. Ja, hier seht ihr aktuell Timo seine Maschine. Wenn ihr da vielleicht detailliertere Videos haben wollt, könnt ihr ja mal einen Daumen nach oben da lassen, dass wir das sehen. Auch dann, wenn die neuen Autos kommen. Ja, auch wenn die neuen Autos kommen. Aber könnt ihr ja echt gern mal Däumchen nach oben da lassen. Genau, wenn ihr einen Daumen nach oben raushaut, dann wissen wir, okay, ihr habt Bock, dann geben wir euch noch kurz ein Autos-Video, Auto-Video zu den Autos. Die neuen sind unterwegs. Die neuen sind unterwegs, das heißt, die sind schon bestellt. Da werdet ihr dann bei der Abholung dabei sein. Solange könnten wir euch natürlich noch die hier präsentieren. Wir können mal kurz hier reinsneaken auf ganz kurze Ehrebasis hier. Zack. Ja, hier hat Simon gehockt, man kennt ihn hier. Schön Alcantara neben drin, Daytona Grau, Carbon-Paket, er ist hier. Man kennt ihn. Ich würde sagen, Jungs. Gar nicht so viel Spoiler, Jungs. Daumen nach oben da lassen, abonniert alle. Ciao, ciao.